Herzlich willkommen aus dem Erste-Hilfe-Daheim-Studio. Willkommen bei uns zu Hause. Wir sind Brigitte und Daniel vom österreichischen Jugendrotkreuz und stellen euch heute wieder Notfälle zu Hause und die Erste Hilfe dazu vor. Übrigens, die Videos, die wir drehen, sind auch auf TikTok im Kanal vom österreichischen Roten Kreuz für euch verfügbar. Brigitte, worum geht's heute? Wir schauen uns heute an, was man tut bei tiefen Wunden. Wir haben ja einmal schon das Video gedreht. Das erste war der Schnittverletzungen, wo da haben wir so am Finger dann beim Pflaster zurechtgeschnitten. Und heute schauen wir uns aber wirklich an, was man tut, wenn man sich wirklich tief reinschneidet. Also wenn es blutet und was man machen kann, bevor man zum Arzt geht. Okay. Wo schneidet man sich so am häufigsten? Ja, am häufigsten sind Finger, Hände betroffen. Mehr als die Hälfte der Unfälle beim Arbeiten betreffen die Arme. Und das passiert zu Hause, in der Schule oder bei der Arbeit. Also die Hände sind so oft betroffen und wenn ich mir da einen Finger abschneide oder generell, ist das sehr gefährlich? Zum Glück, meistens kann man eine Blutung gut versorgen. Das heißt, wenn man da Druck ausübt, einen Verband anlegt, dann kann meistens ist es nicht lebensbedrohlich. Wenn so ein Finger abgeschnitten ist, dann ist das natürlich schon eine schwere Verletzung, aber man kann das auch gut versorgen. Das heißt, da schaut man, dass man die Wunde versorgt, an der Hand, den abgetrennten Finger in ein sauberes Tuch legt und dann unbedingt sofort den Notruf wählt. Das ist sehr, sehr selten. Und wenn man Blut verliert, dann versucht man, die Blutung zu stoppen. Aber wie viel Blut hat ein Mensch eigentlich? Also man hat ungefähr 6 Liter im Körper, 6 Liter Blut, und die gute Nachricht ist, dass wenn man beispielsweise einen halben Liter Blut verliert bei einer Blutung, was schon einmal ziemlich arg ausschaut, wenn das am Boden ist oder so, dann ist das noch nicht lebensbedrohlich. Okay. Hast du Tipps, Brigitte, für uns zur Unfallverhütung, damit es gar nicht zu einer Schnittverletzung kommt? Ja, wenn wir uns heute das anschauen, das Hantieren mit dem Stanley-Messer, immer vom Körper wegschneiden, immer schauen, dass man beim Stanley-Messer beispielsweise die Klinge einfahrt, dass das nicht herumliegt und sich der andere verletzen kann. Dann eine gute Unterlage verwenden, gute Beleuchtung und wirklich konzentriert arbeiten. Also Schutzhandschuhe oder so Vorrichtungen können auch noch hilfreich sein. Okay. Wenn es doch passiert ist, welches Material brauchen wir zur Versorgung? Also ganz praktisch ist da ein Verbandsbäckchen, das haben wir schon bei der Verbrennung kennengelernt, wo die Wundauflage integriert ist in der Mullbinde. Okay. Also ist nur mal in einem Verbandskasten verfügbar. Und wenn es wirklich stark blutet, dann ist es immer gut, wenn man einen Druckkörper hat, wo man das auf die Wunde pressen kann, Druck ausüben kann. Und da habe ich ein Dreieckstuch mitgebracht, auch aus dem Verbandskoffer. Das ist nicht viel, aber reicht aus zur Versorgung. Genau. Somit kommen wir schon wieder zur Challenge heute. Die Challenge heute, wir brauchen und suchen das Material, was wir zur Versorgung einer Blutung, einer stärkeren Blutung brauchen. Wir haben da diese speziellen Binden mit der Wundauflage eingearbeitet. Da steht drauf, die Brigitte hat schon gesagt, Verbandsbäckchen oder Momentverband. Und die Challenge ist, finde genau so etwas bei dir zu Hause, eine Minute Zeit. Und habt ihr einen Momentverband oder ein Verbandsbäckchen oder anderes Verbandmaterial gefunden? Super! Wir haben in der Zwischenzeit auch einen passenden Notfall-Tatort gefunden. Wir befinden uns da jetzt im Arbeitszimmer am Arbeitsplatz und der Daniel, was schneidest du da? Operationskarten. Das sah nämlich aus. Das Eisenlineal habe ich nicht gefunden, weil ich brauche nicht mehr die eine Packung schneiden.
Brigitte, welche Erste-Hilfe-Tipps hast du für mich? Du hast jetzt an eine tiefe Wunde, eine Schnittverletzung, die ist so vielleicht tiefer als einen halben Zentimeter und 2-3 Zentimeter lang. Mhm. Und was ich jetzt dann mache, ist, ich lege dir einen Verband an. Mit dem Verbandsbecken oder Momentverband schaue ich jetzt an, dass die Wunde, dass ich die gut versorgen kann. Ich lege die Wundauflage dazu direkt auf die Wunde rauf, sodass sie gut abgedeckt ist. Und wickle jetzt an diesen Momentverband gut herum. Bis das ganz abgewickelt ist und steckt dann das Ende auf, genau, von der Unterseite einfach da so rein, damit es gut hält. Es hält wirklich gut. Ja. Okay. Okay. Somit ist die Wunde, die tiefe Wunde gut versorgt und jetzt müssen wir auf alle Fälle zum Arzt gehen. Okay. Vielleicht muss der was nähen oder ja, muss ich das auf alle Fälle anschauen. Das heißt, eine Schnittverletzung war so gut versorgt und ich zeige euch jetzt noch, was man macht, wenn es wirklich stärker blutet. Was wir dazu wieder brauchen, ist ein Verband und eben das Verbandsbäckchen, so wie vorhin. Was noch dazu kommt, ist eben etwas zum Raufdrücken, weil ganz wichtig ist, dass man auf die Stelle, wo es rausblutet, stark, dass man da raufdrückt, ganz fest. Das heißt, auf die stark blutende Stelle den Verband so herum und jetzt eben fest draufdrücken. Das kann ich mit der Hand machen, wenn ich nichts dabei habe. Oder eben, kannst du mal kurz einhalten? Ich nehme da das Dreieckstuch gibt es auf die Stelle, wo es stark blutet und umwickelt dann da diesen Druckkörper, so sagt man, ganz fest von allen Seiten. Ja, Daniel, ich kenne dich, wenn ich jetzt zu den Fremden kommen würde, dann genau, ist es auch gut natürlich, wenn man sich Handschuhe anzieht, um sich selbst zu schützen. So, ich mache da einen ordentlichen, so einen Verband. Man sieht, dass das so richtig stark ist. Und jetzt muss ich auf alle Fälle den Notruf wählen. Verletzte Körperstelle in die Höhe und weil es vielleicht auch im Kreislauf auch gehen kann, ist es gut, wenn du dich gleich hinlegst und wir die Beine hochlegen. Brigitte, vielen Dank für die Tipps, wie man eine Wunde versorgt. Sehr gern. Wir haben wieder ein Quiz vorbereitet, unter dem Video findet ihr das und verabschieden uns für heute und wie geht's jetzt weiter? Ja, das war jetzt vorerst die letzte Folge von Erste Hilfe daheim. Ihr seid vielleicht schon in der Schule. Direkt schade, aber auch gut, wenn es wieder weitergeht. Genau. Oder die Schule geht bald wieder los. Wir fahren auch wieder bald normal ins Büro und somit verabschieden wir uns heute von euch. Denkt dran, wir sind weiterhin das Team Gesundheit. Wir halten weiterhin Abstand und waschen regelmäßig die Hände und wünschen euch alles, alles Gute. Ciao. Ciao.